Auf der Herbstlichtung sollen sich seltsame Dinge zutragen. Ich vermute, das hat mit diesen Zweiglingen zu tun. Mögen die Göttlichen euch segnen. Entschuldigt, aber ich kann euch jetzt nicht besonders helfen. Ich trauere. Fasst euch kurz, Kaiserlicher. Euren Gestank werde ich bestimmt nicht lang ertragen. Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Es gibt nichts Schöneres, als im Honrichsee zu angeln. Ihr solltet es einmal versuchen. Der Beste von ganz Rifthorn. Mir gehört die Fischerei von Rifthorn. Hab mit nur einer Angelrute angefangen. Heute gehören mir ein ganzes Gebäude und zwei Schiffe. Nicht schlecht für einen Ort im mittleren Alter, was? Es ist nur schade, dass mein Versuch, diese Stadt aus der Armut zu retten, nicht genauso erfolgreich war. Nivenor glaubt, ich verschwende nur meine Zeit, aber ich bin da anderer Meinung. Nivenor ist meine Frau. Wie mir jemals ein so wunderschönes Wesen begegnen konnte, ist eines der großen Mysterien des Lebens. Wir sind geteilter Meinung, was meine Wohltätigkeit angeht. Sie sagt, die Leute in dieser Stadt seien faul geworden und würden sich auf die Almosen verlassen. Ich versuche, sie in meine Lektionen von Mara mal drüben im Tempel von Mara mit einzubeziehen. Aber sie geht lieber einkaufen. Jedem das seine, was? Ich schätze, irgendjemand muss es ja tun. Habt ihr gesehen, in welchem Zustand sich diese sogenannte Stadt befindet? Bettler durchstreifen die Straßen, das Verbrechen grassiert und der drohende Krieg vertreibt die Geschäftsleute. Die paar Münzen, die ich in die Spendenbüchse des Tempels werfe, sind das Mindeste, was ich tun kann, um zu helfen. Ich verkaufe meinen Fang in weiten Teilen von Himmelsrand. Für mich ist er sein Gewicht in Gold wert. Nur den Markt von Markart habe ich noch nicht erschlossen. Ich habe aber gehört, dass Klepper im Gasthaus Silberblut interessiert sein könnte. Falls ihr auf dem Weg dorthin seid, würde ich es zu schätzen wissen, wenn ihr eine Kaufvereinbarung für mich abliefern könntet. Natürlich gegen Bezahlung. Gut. Klepper wird euch bezahlen, wenn ihr ihm den Brief übergebt. Hier ist er. Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr da redet. Ich würde niemals mit jemand anderem als meiner guten Frau Drifa schlafen. Ich soll euch was geben? Ich weiß wirklich nicht, wovon ihr da redet. Es war doch nur eine Nacht. Ich glaube, sie hat mir etwas in mein Getränk geschüttet. Ich war seither nicht einmal mehr in der Herberge. Nehmt das verdammte Ding einfach. Ich will es nie wiedersehen. Vergesst nicht, im Tempel zu spenden. Ihr seht aus, als könntet ihr ein Getränk vertragen. Wie wäre es mit einem günstigen Mehl? Ja, was wollt ihr? Wenn es um die Brauerei geht, können wir uns später unterhalten. Ich verkaufe den besten Mehl der Stadt zu einem günstigen Preis. Interessiert? Denkt daran. Oh, ihr seid es. Wollt ihr noch mehr aus mir herauspressen? Und was braucht ihr? Hm? Neu in Rifthorn? Dann hört auf meinen Rat. Geht ins Bienenstich. Die Herberge ist nichts für euch. Ja? Oh, ihr schon wieder. Was wollt ihr denn jetzt? Ja? Ihr braucht etwas? Ja? Ja?
Fasst euch kurz, Kaiserlicher. Ihr seid wohl zu faul zum Gehen. Tja, dann seid ihr am richtigen Ort. Ja, ich habe hier vor nichts Angst. Nur Schwächlinge verstecken sich hinter Mauern. Nein, ich bin kein Schwächling. Ich würde sogar wetten, dass ich die stärksten Arme in ganz Himmelsrand habe. Oh, da habe ich wohl einen Herausforderer. Wie sieht's aus? Eine Wette unter Freunden. Mein gesamter Geldbeutel mit Septimen, dass ich euch im Faustkampf besiege. Wenn ihr einschlagt, kämpfen wir, bis einer von uns aufgibt. Ich gebe euch keine Schuld. An eurer Stelle würde ich auch einen Rückzieher machen. Das Angebot steht, wenn ihr es mal versuchen wollt. Was? Wovon redet ihr? Ich weiß nicht mal, was das ist. Ihr verwechselt mich wohl mit jemand anderem. Ich will in Rifthorn keinen schlechten Ruf bekommen, aber Helga ist außer Kontrolle. Sie wollte es in den Ställen versuchen, also habe ich zugestimmt. Wenn ihr es unbedingt wollt, dann nehmt es euch. Also gut. Ihr habt ganz schön Mumm, euch hier blicken zu lassen nach der Sache mit Kerava. Ja, was wollt ihr? Wenn es um die Brauerei geht, können wir uns später unterhalten. Ja? Ihr seid verrückt. Wie könnt ihr es wagen, solch eine Anschuldigung vorzubringen? Wenn sich herumspricht, dass ich mit ihr im Bett war, hat in der Brauerei keiner mehr Respekt vor mir. Nehmt das Zeichen, wenn ihr es wollt. Es ist die Mühe sowieso nicht wert. Tja, das war wichtig. Oh, ihr seid es. Wollt ihr noch mehr neu in Rifthorn? Dann hört auf meinen Rat. Geht ins Bienenstich. Die Herber... Was? Wie... Woher habt ihr die? Nein, sagt es mir nicht. Ich will es gar nicht wissen. Hört zu, das muss unter uns bleiben. Zwischen euch und mir, in Ordnung? Davon braucht sonst niemand zu wissen. Wenn es bekannt würde, dass ich in Rifthorn meine Künste der Dibella praktiziere, würden sie mich aus der Stadt jagen. Hier, nehmt dies und kein Wort zu einer Menschenseele. Vor allem nicht zu Svana.
Weiß nicht, warum ich mir die Mühe mache. Ihr haltet euch wohl. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Ist es... Tut mir leid wegen der Unordnung. Ach, ich weiß. Ist es nicht wunderbar? Ich wette, sie hat sich gewunden wie ein Skewa, als ihr sie aus der Tasche gezogen habt. Ich glaube, von jetzt an werden die Dinge hier anders laufen und das verdanke ich euch. Hier, das möchte ich euch geben. Es gehörte meinem Vater, aber ihr werdet es sicher gut gebrauchen können. Gewiss, geht nur. Es ist euch ja sowieso einerlei. Ihr findet mich auf dem Markt, wenn ihr den besten individuell gefertigten Schmuck in ganz Himmelsrand sucht. Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Ich wünschte, ich könnte öfter liefern, aber auf der Straße wird es zu gefährlich. Ah, schön, euch wiederzusehen. Alles in Ordnung mit der Lieferung? Das ist ein Aufstieg, was? Auf jeden Fall weiß ich es zu schätzen. Hier, nehmt diesen Lohn für eure Mühen. Danke nochmal für die Lauferei. Ich gebe euch Deckung. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Geht ihr voran.